Hi, sir. So, genau. Wir fangen jetzt mal an. Hi, Captain. How are you today? Great, thank you. 117 on 1007. Cockpit to ground. Go ahead. Please connect the GPU. Captain, it's already connected. Okay, thank you. Ah ja, genau, gut. Und zur Absicherung nehmen wir noch die 2. So. Checklisten. Ach ja, ich liebe sie, herrlich. Electrical Power Up Procedure. Battery Switch on. Cockpit lights off. C1 and C2 primary pump switches off. Checked. Demand pump selectors sind off. Rippers sind off. Landing gear lever is down. Alternate flap selectors off. Bus tie switches auto checked. External power is set. APU is off. And external lights on. Electrical power up procedure completed. Preliminary pre-flight procedure. Adiro. On. Status display. Sehen wir dann gleich. Com display. Is set. Parking brake set to full. Artis is obtainlessly checked. Position Roger. Hold position information, uniform 2 9 0 7. Yeah, pre-flight procedures complete. Hold position, with uniform 2 9 0 0 0 7, I assume. And 1-7-5. KLM 641 and Foxtrot 6 is ready. KLM 641, Roger, information, uniform 2 9 0 7. Hold position, contact 1-2-1-8. 128, KLM, 641, down. Time to align 0, ist komisch. Okay. FMC, ja. Position ist Eham. Gate Echo 19er erkennt er nicht. Skipball zu Jotun. Jetzt die Route Lopik. Ja. 852. Was ich an der 777 von PMDG wirklich ganz toll finde, ist die Tatsache, dass man den Anfangspunkt einer Luftstraße und den Endpunkt einer Luftstraße eingibt und sich das System
alle zwischenliegenden Punkte automatisch mit reinschmeißt. So dass ich quasi von Hongkong nach München drei Seiten programmieren muss und es dann aber das System automatisch auf 24 ausweitet. Da kann ich mich noch sehr gut, sehr sehr gut an die Anfänger erinnern von der PMDG 747-400, wo man jeden Punkt einzeln eintragen musste, wo man dann schon mal eine Stunde da gehangen hat und die Scheiße einprogrammiert hat. Also Precision Manuals, Dankeschön, dass ihr es so gemacht habt. Es ist wesentlich einfacher. So, die Route haben wir drin. Die Partings kann ich eigentlich auch eingeben. Die werden sich nicht großartig ändern. Die 36 Left, die Velopic, die Victor, Septimer und Erreichung die 16, weil sie etwas länger ist. Charlie sollte passen. German 213, Information Uniform, QNH 107, Hold Position, Contact 118. Hold Position, 1, das dürfte zwar jetzt ein leichtes Geschlängel werden, aber wir haben Zeit. KLM 23 and position Fox 7, request that. Fox 7, 3-1 misschien? Ja, sorry, verkeerd. Ja, KLM 3-1, oké, okay, information uniform, QNH 107, contact 121, best small 8. 118, KLM 3-1, go back. En daar hebben we een hele goede middag, de KLM 1-0-1-7, fully ready, quick start. KLM 1-0-1-7, even kijken, slot uit, 4-6, en report ready in de T-shirt binnen. Back here, back here, ik vind je druk springen, oké, excuus. KLM 1-3 Tango and Charlie 1-1, it's ready. KLM 1-3 Tango, Information Uniform, QNH 107, hold position, on the order for the blitz. Operation KLM 1-0-0-7, 1-2-1-7, KLM 1-3 Tango, Tyler. Bye-bye. Das wissen wir ja schon, wir haben 8 First, 42 Business und das hat nur 137 Echo. Das ist jetzt nicht unbedingt viel. Rechnung werden wir mit Short Range könnte etwas zu wenig sein.